Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, heute gibt's einmal was anderes. Und zwar habe ich ja die Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, fast alle relativ lange vorbereitet, habe viel recherchiert und ja, bin auf 2 Tage beschäftigt gewesen mit einem Video und habe das alles so mit Kopfwissen und mit Verstand gemacht. Und dieses Video heute soll ein bisschen anders werden. Dieses Video möchte ich so aus dem Herzen raus machen, ja, so richtig mit Herzensenergie, so von Herz zu Herz, von meinem Herz zu deinem Herz. Und schauen wir mal, ob du diese Herzensenergie spüren kannst, ob du das, was ich heute nicht viel vorbereitet, was ich bringen möchte, ob es dich erreicht. Ja, Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern damals, ich habe euch noch viel zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das heißt, Jesus hat sich einiges, und wir wissen, das hat er sich für die Endzeit aufgehoben, um uns Menschen etwas mitzuteilen. Ja, und die Frage ist jetzt, wer ist dieser Mitteiler? Und das Ganze geschieht im Geist. Das soll unseren Geist und unser Herz erreichen. Und es gibt, wenn wir jetzt so in die Welt hineinschauen, ganz viele verschiedene Richtungen. Ja, es gibt verschiedene Spirits. Ja. Die Bibel sagt, prüfe die Geister. Womit können wir das prüfen? 2 Dinge. Menschenverstand und das Herz. Und ich habe viele Menschen jetzt kennengelernt und die sagen mir immer wieder, ich war in der Richtung und ich war dort, aber es hat sich nicht richtig angefühlt und jetzt bin ich da. Und ich denke, dass jeder von uns seinen eigenen Weg hat und ich glaube, das hat seine Berechtigung. Und ich glaube auch noch, dass es nicht ganz richtig ist, dass wir sagen, geh den Weg oder geh den Weg. Weil jeder hat seinen eigenen Weg. Jeder hat seinen eigenen Weg. Jeder hat seine eigene Bestimmung und jeder geht sein eigenes Tempo. Und jeder hat seine eigene Vorgeschichte und seine Prägungen. Und das gehört alles mit zusammen, ja. Ich habe auch einen Weg gehabt, ja. Und ich durfte vieles erkennen, was ich dann ändern durfte. Das heißt, was noch dazu gehört, ist die Ehrlichkeit, auch sich einzugestehen, dass man vielleicht auf einem falschen Weg war. Und dann den Kurs ändern darf. Die Bibel in das Buße tun, ja. Einfach den Switcher machen. Sinnesänderung. Und es gibt viele Umwege, die gibt's auch. Ja, es gibt viele Umwege. Und ich habe natürlich auch eine gewisse Botschaft oder eine gewisse Richtung oder ich sage einmal einen Weg. Ja, unser Weg hier heißt Jesus Christus. Und was ich mit meinem Kanal, mit diesem Aufklärkanal gemacht habe, ich habe versucht, euch dahingehend zu helfen, den Weg abzukürzen. Ja, darum habe ich auch einige Blogs auf meiner Webseite drinnen oder auch in den Videos, habe ich vor verschiedenen Wegen gewarnt. Ja, aber das war jetzt nicht, um diese schlecht zu machen, sondern weil ich weiß, was dahinter steckt, weil ich hier jahrelang geprüft habe, vielleicht auch selbst in einem falschen Weg drinnen war und das kann ganz schön gefährlich sein. Ja, deshalb warne ich. Ich sage nicht, ihr müsst, ich lasse es offen, ich zeige nur auf und dann die Konsequenzen. Gehe ich den Weg, dann kann das passieren. Gehe ich den Weg, dann kann das passieren. Aber auf jeden Fall sind nicht alle Wege die richtigen. Ja? Und ich denke mal, wenn es nur eine Wahrheit gibt, kann es auch nur einen Weg geben. Ja? Mögen die Wege unterschiedlich sein, aber ich denke mal, dass wir jetzt in dieser Endzeit letztendlich alle zusammenkommen auf einen gemeinsamen Weg in diese Einheit. Ja? Es geht um dieses Einssein. Und wie gesagt, es gibt gefährliche Wege und es kann auch sein, dass man bitten bleibt. Ja, das ist so wie mit den Drogen. Ja, die Jugendlichen probieren es aus, manche bleiben bitten. Ich habe selbst einen gekannt, wir hatten damals Bibelstudienkreise für Jugendliche, ja, weil unsere Kinder, die haben sich immer bei uns getroffen und ja, waren auch
ich gebe es ehrlich zu, waren manche auch in der Drogenszene drinnen und dadurch waren auch solche Freunde da. Und ich habe mir gedacht, Jesus will ihnen auch helfen. Und ich habe ihnen diesen einen Weg gezeigt. Ja, manche haben es angenommen, aber einen haben wir verloren. Der hat sich den goldenen Schuss gegeben. Ja. Also es gibt auch gefährliche Wege. Gefährlich deshalb, weil wir oft nicht das Unterscheidungskennzeichen haben, weil wir schon so voll sind mit verschiedenen Informationen, dass wir gar nicht mehr richtig unterscheiden können zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Und es kommt ja noch eins dazu. Der große Feind will ja nicht, dass wir das erkennen, ja, dass wir den richtigen Weg finden und immer wieder neue Erkenntnisse auch bekommen. Und deshalb hat er zwei große Tarnungsmöglichkeiten. Auf der einen Seite verstellt er sich als der Engel des Lichts. Ich bin der Gute. Oh, schau, was ich dir bringe. Nimm es. Es kostet nichts. Vorerst einmal. Nachher schon. Irgendwann steht er vor der Tür und verlangt die Seele. Auf der zweiten Seite ist die Lüge. Und die vermischt er gekonnt mit der Wahrheit. Würde er nur mit der Lüge auftauchen, würde das sofort auffallen. Aber er macht das so geschickt, so subtil von unten und mischt die Wahrheit dazu und kommt sogar mit der Schrift. Ja, schau, da steht ja geschrieben. Das hat er zu Jesus ja auch gesagt. Er hat eine große List und er hat die Menschen studiert seit 6000 Jahren. Er weiß genau, wo er jeden erreicht, wo er dich und mich erreicht. Er kennt genau unsere Schwachpunkte. Er hat gewisse Mächte auf uns angesetzt, die studieren uns, die wissen schon von Geburt an. Und genau dort versucht uns auch immer reinzustolpern zu lassen. Ja. Der Grund von diesem Video ist, ich möchte versuchen zu verbinden. Ja. Und auch ich gebe zu, ich habe falsch gedacht, ich habe falsch gehandelt, ich habe das Falsche geglaubt, ich habe auch an diesen alttestamentlichen Jahwe-Gott geglaubt. Ja. Bin da fest dahinter gestanden. Oh ja, Gerechtigkeit und Strafen und unbarmherzig. Und dann lese ich die Stellen, ich habe kein Mitleid mit euch. Und dann beginnt man nachzudenken, dann spürt man schon, irgendwas passt nicht. Ja? Und wer sucht, der findet. Ja? Auf jeden Fall möchte ich jetzt wirklich versuchen, und genau, das wollte ich noch dazu sagen. Ich habe meine Webseite vor 2 oder vor 3 Jahren erstellt und da steht drinnen Hulda Offenbauer, polarisierende Wegbereiterin für die Neuwelt. Und auch hier darf ich jetzt umdenken. Ja, ich habe wirklich strikt gezeigt, entweder oder. Ja, ich meine, bei dem bleibe ich, ja. Bei dem bleibe ich schon, entweder oder, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe. Dann entscheide ich mich entweder für das oder für das. Ja, das behalte ich schon bei. Aber dieses polarisierende, und viele haben ja gesagt, an mir scheiden sich die Geister. Ja, das stimmt, weil ich eben beide Seiten aufgezeigt habe. Und indem ich diese beiden Seiten aufgezeigt habe, aufgeklärt habe, wollte ich in eine Entscheidung hineinführen, damit der Mensch sich entscheidet. Ja? Und ich habe so viele Aufklärvideos gemacht, ich glaube 225 oder so an der Zahl. Da bin ich jetzt fertig. Ich möchte eigentlich nicht mehr aufklären, ich möchte jetzt nicht mehr polarisieren, ich möchte vereinen. Und ich glaube, es ist auch die Zeit, wo wir nicht mehr so steif und unbeweglich strikt nur diesen einen Weg, ja, diese Bibelfundamentalisten oder diese Spiritisten oder die warnen vor dem Weg, sondern wir dürfen, glaube ich, offener werden. Offener werden, und ich denke, dass in jeder, dass überall ein bisschen Wahrheit drinnen ist. Ja? Will jetzt aber nicht alles befürworten. Ich hoffe, ich bringe das jetzt so richtig rüber, was in meinem Herzen ist. Ich glaube, wenn wir alle zusammen, jeder von seiner Richtung etwas machen, dann wird das was. Und ich glaube, das ist jetzt an der Zeit, weil jetzt dieses Weltgeschehen so ist, wo alles getrennt wird, dann sollten wir umso mehr zusammenkommen. Ja? Auch von verschiedenen, ich sag's mal, Religionen, Kirchen, Denominationen, die ganzen Vereinigungen, dass wir hier wirklich
uns vereinen sollten und vielleicht da auch voneinander lernen können. Ja, viel beweglicher werden, viel leichter werden und nicht so strikt, der glaubt das noch und die glaubt das auch noch. Ich glaube, wir dürfen offener werden und ich glaube, das gemeinsame Ziel ist, ich glaube, dass jedes seine Berechtigung hat für eine bestimmte Zeit. Ja? Und jetzt ist, glaube ich, die Zeit, wo wir gemeinsam, ja, wir kommen von verschiedenen Richtungen, ja, hat alles seine Berechtigung. Ich bin auch aus einer verschiedenen Richtung gekommen. Ja, ich habe auch die ganze Esoterik, habe ich ziemlich viel durchgemacht. Aber man spürt dann, ja, das ist jetzt. Und ich glaube, dass es jetzt die Zeit ist, wo viele, die eben suchen, dass wir hier, glaube ich, alle jetzt zusammengeführt werden, dass der Himmel das ja auch will. Ja, dass wir nicht unterschiedliche Gruppierungen sind, sondern dass wir alle eins sind, auch eins, Mensch, Tier, Natur, Erde, ja, und dass wir hier gemeinsam in der Liebe wachsen. Und darum ist mein neues Herzensprojekt für dieses Jahr 2022 Leben, Liebe, neue Welt. Und da schicke ich gleich einmal vorweg, da wird es noch viel, da gibt es dann viele Videos drüber, auch so richtig aus der Herzensenergie raus, wo wir auch noch einiges lernen dürfen, ja, vor allem dieses Problem Weiblichkeit, Männlichkeit, Mann, Frau. Wir sehen das ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, dieses ewige Patriarchat, aber das darf sich jetzt ändern, das darf auch in Heilung gehen, damit diese Einheit wieder da sein darf. Und ich glaube, wir sollten uns alle die Hände reichen und das tun, was jeder tun kann. Und es geht um die Liebe, dass wir in der Liebe wachsen, ja. Und egal, ob da jetzt einer, wir schauen immer so mit einem abwertenden Blick, wenn einer da sagt, ja, ich tue jetzt meditieren und so. Natürlich, es kann gefährlich sein, ja, aber wenn der jetzt dahingehend meditiert, dass er, keine Ahnung, irgendwelche Liebe hinaufschickt oder in die Welt hinausschickt, ja, lass ihn, es ist ja gut, es geht ja ums Gute. Und ich denke mir, dass von allen Richtungen jetzt so viel Gutes kommt, was wir nicht immer verurteilen sollen. Ja, es geht um das Gemeinsame und es geht um die Liebe. Ja, es geht um die Liebe, um das Licht, um die Freude und das darf jetzt gemeinsam wachsen. Und da freue ich mich drauf, dass wir diese Reise gemeinsam unternehmen. Es wird leichter werden, es wird schöner werden und ich freue mich, dass du mit dabei bist, hoffe ich zumindest, und wünsche dir wie immer Gottes reichsten Segen.